Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls. Die zweite Folge ist es immer noch Tutorial, denke ich. Und ja, wir werden sehen, was uns jetzt hinter den nächsten Ecken erwartet, was da auf uns lauert. Und ich bin wirklich gespannt. Die erste Folge ging ganz gut, war Charaktererstellung und ja, viel, also ein bisschen Videos, Intro, was hier alles so passiert ist. Und genau, jetzt geht's weiter mit der zweiten Folge. Wir spielen die Magier-Klasse, einen Adligen. Und ja, ich denke mal, es ist für den ersten Durchgang besser, wenn wir halt jetzt so eine Klasse erstmal spielen, bevor wir hier irgendwelche komischen, heftigen Nahkampf-Charaktere spielen. Weil ich denke, als Magier wird es vielleicht ein bisschen einfacher sein in gewissen Situationen, aber auch vielleicht etwas schwieriger in anderen Situationen. Wir müssen schauen. Wir können ja auf jeden Fall hier mit dem Magier auch Nahkampf machen. Hat natürlich nicht die Power wie jetzt, schätze ich mal, irgendwie ein Barbar oder so. Ich weiß es nicht. Das müssen wir uns alles anschauen. Gut, dann Bildmachgerät an und dann würde ich sagen, spielen wir weiter. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ihr unterstützt mich da ungemein. Also ich freue mich über jeden Kommentar. Ich werde natürlich schauen, dass ich das immer alles so gut geht beantworte. Starker Angriff. Ja, 2. Okay, kann man auch einen starken Angriff mit einem Zauberding machen? Nee. Okay, ich glaube, wir müssen es dann eh ein bisschen üben, dass wir switchen. Auf Nahkampf oder auf Fernkampf. Parieren, L2, genau, das ist eigentlich Tutorial jetzt. Hier steht ein Haufen Zeug da, wie es funktioniert. Hier hinten war aber nichts mehr, oder? Hier geht nichts, okay. Ist jetzt so bei den Souls-Spielen, wenn man da stirbt, muss man halt immer wieder von vorne anfangen, also von dem letzten Speicherpunkt. Die rennen ein bisschen zu schnell auf mich zu, muss ich sagen. Ich habe Angst. Okay, meine Mana-Punkte gehen aber wieder hoch, oder? Ja, die gehen hoch, ganz langsam. Komm. Wir probieren es mal. Kann man den parieren, meinst du? Okay, dann kommt mal parieren. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Sollte es so gemein. Musste echt überall gucken, ob da nicht irgendwo einer steht oder irgendwo auf die schießen tut. Waffe weg. Ja, okay. Ich sag mal so, wenn es das erste Mal durch ist durch so ein Game, dann weiß man ja schon ungefähr, was passiert. Aber das erste Mal ist es immer
Das komplett erste Mal ist halt immer recht cool, wenn man da halt überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich bin immer so eher der bisschen vorsichtigere Spieler. Aha. Können wir den vielleicht anwubbeln? Okay. Seele eines unbekannten Kriegers. Okay, müssen wir mal nachschauen, was das ist. Inventar. Die Überreste einer Seele gefunden beim Leichnam eines unbekannten Kriegers. Gewährt bei Benutzung Seelen. Wenn du sie zurücklässt, würde sie bloß als Nahrung für Dämonen dienen. Okay, das ist praktisch so ein Seelenboost. Da kann ich mir praktisch Seelen geben. Sowas aber immer bitte erst geben, wenn er irgendwo seid, wo ihr beim Händler was ausgeben könnt. Weil in den Games ist es immer so, wenn man halt stirbt, verliert man seine Seelen. Die sind oben rechts übrigens. Da oben. 163. Und man hat immer nur eine Chance, die wiederzuholen. Also bei dem Gegner, der einen getötet hat, muss man die dann auch wiederholen. Wenn man es nicht schafft, ja, sind sie weg. Deswegen ist es halt umso schlimmer, wenn man halt tausende von Seelen verliert. Aber es wird öfters passieren in dem Spiel. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wir sind hier gekommen. Achso, es gibt nur einen Weg, oder? Okay, es gibt nur einen Weg. Ist einer. Treffe ich den von hier? Schon gemerkt, dass meistens in diesen Kisten oder so, in den Fässern hier nichts drin ist. Aber ich habe euch trotzdem auch einen Tipp. So habe ich zum Beispiel auch bei Dark Souls gespielt. Ich habe in so engen Räumen sowas immer kaputt gemacht, weil man weiß nie, ob irgendwelche Gegner irgendwo kommen. Und wenn das Zeug kaputt ist, hat man halt einfach auch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Aber klar, muss jeder selber wissen, wie er es spielt. Ich spiele es halt so. Was ist das hier? Nebel durchschreiten. Ich will da nicht durch. Komme ich hier rüber? Nee, da komme ich nicht rüber. Aber da drüben ist ja auch nichts, oder? Nee, da ist nichts. Ja, wir müssen hier durch. Nebel durchschreiten. Leiche untersuchen? Aha. Okay, hier ist der erste Bosskampf. Den werden wir höchstwahrscheinlich verlieren. Aber wir probieren es einfach mal. Scheißegal, rein da. Vorhutdämon. Alter, der bleibt kaputt. Okay.
Ah, du bist gestorben, doch der Nexus hält dich fest. Okay. Ist wahrscheinlich bloß ein Tutorial-Boss. Den sollen wir wahrscheinlich nicht schaffen. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die fünf Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es keine Entrinnen gibt. Okay. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, kannst du deinen Körper wiedererlangen. Okay. Ich habe keinen Plan, Leute. Also ich bin kompletter Anfänger. Nexusbindung mal eins. Das ist halt, schätze ich, wie ein Dark Souls hier so eine Art hat, wo man halt seine Händler und sowas hat, wo man einkaufen kann, Seelen ausgeben kann, leveln kann. Blutrache berühren. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Wenn ich das berühre, keine Ahnung, was dann passiert. Ist das ein Gegner oder was? Okay, keine Ahnung. Ich habe auch bloß halb Energie jetzt. Ich bin anscheinend irgendwie so einer Dämonenform. Wir schauen einfach mal. Reden. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen? Dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch her, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria. Okay, die sind wahrscheinlich wie bei Bloodborne so eine. Also bei Bloodborne waren es so Grabsteine, wo man in die verschiedenen Welten reisen konnte. Nachricht lesen. Werte deine Waffe auf, dann kannst du weiter. Keine Ahnung. Ich bin niedlich. Umbasa. Nein, was ist das denn? Zeug hier. Ich Reden. bin Lagerist Thomas. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich zu mir kam, da war ich hier, in diesem Nexus. Meine Frau und Tochter wurden Opfer der Dämonen. Aber im Kampf wäre ich nutzlos. Doch zumindest hoffe ich, euch tapferen Dämonentötern meine Hilfe anbieten zu können. Ich nehme gerne etwas von eurer Last und passe auf überschüssiges Gepäck auf. Okay. Lager verwalten. Ah, hier kann ich mein Zeug reintun. Nexusbindung. Das machen wir mal zu Lager. Achso. Okay. Kann nicht ins Lager. Keine Sorge. Euer Eigentum ist bei mir sicher. Okay. Viel Erfolg. Er ist so ein Schmied hier. Seid ihr neu hier? Kann ich euch zu Diensten sein? Ich bin Baldwin. Nur ein gewöhnlicher Schmied. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Zum Tausch gebe ich euch Waffen oder verstärke die, die ihr schon habt.
Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten. Und mit meinen Waffen werdet ihr länger leben. Ein guter Tausch, oder? Ausrüstung reparieren. Waffe aufwerten. Rapier. Boah. Gegenstand kaufen. Ah, da kann man sogar schon kaufen. ...150 Seelen. Ein Gras. Willst du mich verarschen? Obwohl, egal, ist es auch. Bestätigen. Verlassen. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Reden. Was ist das hier überhaupt? Oh je. Wie ist das passiert? Hat Gott uns verlassen, weil König Erland ihm keinen Respekt gezollt hat? Oh, Umbasa. Versuche mit Stangenwaffe. Okay. Wir schauen uns erst mal den Nexus hier ein bisschen an, Leute. Was es hier alles so gibt. Ah, ich berühre das überhaupt mal nicht. Ich weiß ja nicht, wo hier überall NPCs rumhocken. Okay, hier ist nichts. Ja, da hinten ist auf jeden Fall was. Dort oben. Schauen wir, ob ich da irgendwie hinkomme. Ah, schon, schaut schon cool aus hier, der Nexus. Bin gespannt, ob hier im Laufe des Spiels noch irgendwelche Charaktere hinzukommen. Die halt einem Sachen verkaufen und sowas. Ja, da sieht schon wieder aus, als wenn man da gar nicht hinkommt. Blutrache. Wo da oben ist es, aber wie komme ich da hin? Da müsste ich glaube ich irgendwie runterspringen oder so, oder? Hier geht es nämlich nirgendwo weiter. Nee. Dahin will ich. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es noch irgendwelche Skills später. Vielleicht verschiebt sich das ganze Ding hier auch noch irgendwie. Ich weiß es nicht. Und hier ist der erste Keilstein. Keilstein des habgierigen Königs berühren. Keilstein Grabkönigs berühren. Turmkönigin. Hier ist nichts. Soll ja 5 geben anscheinend. Schattenmenschen. Häuptlings, okay. Gut, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir auch
den ersten Keilstein berühren und mal schauen, wo wir da hinkommen. Ich bin echt gespannt und ich weiß gar nicht, gibt es da eine Reihenfolge? Wird ihm die irgendwie gezeigt, die Reihenfolge, wie man was berühren soll? Ich habe keinen Plan, Leute. Wir werden einfach das berühren, was wir berühren können und werden halt in das Level gehen, wo wir gehen können. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.